einen zauberhaften, schönen guten Tag und Sonntag wieder, ne? Und heute, wo ich das aufnehme, ist Samstag, also ein Tag davor. Und ich bin jetzt dabei, wieder nach oben zu kommen, um die vier Knochenkrieger, die ich aus der Ferne von der letzten Folge gesehen habe, dort wieder hinzugelangen. Denn das ist ein Teil, den ich noch nicht untersucht habe. Und da werde ich dann mal hinfetzen. Also das müsste ungefähr, also hier hatte ich ja den Puma erledigt. Irgendwo müsste das hier oben sein. Irgendwo. Und ich werde jetzt wieder auf der Sandsteinseite, auf der gegenüberliegenden Seite über dem Fluss, werde ich wieder zu diesem flachen Aufgang gehen, um dann dort mühseligst, zeitaufwendigst, so muss er noch ein bisschen einrendern, das war irgendwo hier, muss ich entlang laufen, das mache ich aber alles im Off und dann sehen wir uns wieder bei diesen vier Knochenkriegern. So, da sind wir wieder, vier Knochenkrieger. Wir sind aber noch ein bisschen weit entfernt. Oh, da ist noch so eine Kuppel. Mal gucken, komme ich da hin, ohne dass sie mich entdecken? Ha, ich kann hier hoch. Schön, 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 schön. Steinwächter. Also okay. Mal da, mal nicht da. Oh Gott, das ist halt eben spooky. Schauen wir mal. Alles klar. Und wieder Steintafel des Bogenschützen. Na, selten und auch nicht oft. Das wollen wir auch nochmal gleich anwenden. Steintafel des Bogenschützen. Na, hier oben ist er. Für bessere Treffen mit... Ne, das wird leider nicht angezeigt. Schade, schade, schade. Speichere ich nochmal ab und starte das Spiel nochmal neu. Kann irgendwie daran liegen. So, weiter geht's. Okay, jetzt ist die Mucke noch nicht da. Aber es ist auch gut. Brauche ich dieses nervige Gepfeife nicht hören. Ja, wie gehen wir denn mit denen um? Die sind da genau gegenüber. Und da müssen die dann hier entlang kommen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie so clever sind. Oder so dumm sind, um runterzufallen. So, habe ich jetzt einen dämonischen Pfeil drin? Sieht nicht so aus. Sicherheitshalber nochmal nachladen. So. Ah, da ist ja wieder die Mucke. Oh, naja, gut. Dann wollen wir mal gucken. Du, das ist mir ein bisschen zu hoch, wie du zielst. Oh, da ist ein Knochenkrieger, der schon angeditscht ist. Mal gucken. Ja. Okay. Wir bleiben stehen. Ja, oh, toll. Ah, die versuchen mich auch zu treffen. Wer hätte das gedacht? Treffe ich nur auch? Oh, Mist, Kamera hier. Ich bin zu weit an der Wand. Könnte eventuell klappen. So. Kann ich eventuell hier... Ah ja, man sieht sie wieder ein bisschen im Bild. Wir brauchen aber ziemlich viele Pfeile. So, einer ist runtergefallen. Versucht so noch ein bisschen. Und das ist der andere. Nehme ich jetzt den hier wieder. Ja, der gute Alan vom Odyssey Mod Team hat mich wieder drauf gebracht, was es mit dem Ornament auf sich hat, das dreieckige. Hat da eine, finde ich, ziemlich schlüssige Theorie von sich gegeben. Und zwar kann sein, dass ich mich so erschrocken habe, nachdem hier so in den Bergen oder... Ja, Erfahrung, sehr gut. In den Bergen ich mich so erschrocken habe, als dann diese Monster gespawnt worden sind beim Öffnen der Truhe, dass zwar der Eintrag da ist, aber ich vergessen habe, das Ding rauszunehmen. Boah,
Das ist natürlich eine sehr schlüssige Theorie. Danke dafür, für diesen schade Kamera, für diesen Eintrag. Nein, du nicht. So, ist er jetzt weg? Bin zu nah dran. Ich will hier nicht Space Invader spielen. Also an irgendeiner Stelle schießt er dann und jetzt schießt er nicht mehr. Los. Zahnstocher. Wundert mich, dass ich so eine schöne große Reichweite habe. Wenn ich bedenke, wie lange das gedauert hat, um das zu erreichen. So, das ist jetzt nicht mehr viel. Ja, okidoki. Jetzt haben wir auch das. Machen wir mal eine Zwischenspeicherung. Jetzt dürfte da, glaube ich, keiner mehr stehen. Okidoki. Ja, jetzt habe ich gespeichert und mir ist bei der letzten Folge im Schnitt aufgefallen, dass ich immer, nachdem ich gespeichert habe, immer okay. Da hätte ich wieder einen Zähler einbauen können. So wie bei einer anderen Folge. Aber jetzt werde ich darauf achten, nicht so viel okay oder okay zu sagen. Da muss man so ein bisschen Eigendisziplin haben. Wo gibt es denn hier eventuell noch was Leckeres? Aha, nix. So, gucken wir. Hier haben wir einen Knochenkrieger. 40 dämonische Pfeile, das ist ja cool. Wunderbar. Zähne und Wolfsfell. Ah, es gibt wieder Kohle. So. Das heißt also, wo ist denn der dritte? Einer ist runtergefallen oder ist der dritte auch runtergefallen? Kann ja sein, ich weiß es nicht. Okay, dann haben wir die... da ist noch einer um die Ecke am Wandeln. Schauen wir mal. Das sind Zweie. Okay, ganz viele Zweie. Und da kommt noch einer angerannt? Wieso kommt... Jetzt kommt er... Da ist der. Na gut, okay, da bin ich. Ich weiß. Jetzt werde ich mal zusehen, ob ich sie wieder hier... Aha, sie schießen. Ach, jetzt bin ich oben hingegangen. Jetzt hauen sie wieder ab. Genau. Da ist ein Knochenkrieger. Aha, okay. Der hat mich auch schon getroffen wieder. Gucken wir mal, ob wir das Ganze wieder von hier aus erledigen können. Na? Wer schießt als erstes? Ich? Oh, ich muss aufpassen. Hab nicht mehr so genug. Also zucken sie. Okay, dann werde ich das mal verschnellern. Supi. Ja, dann kann ich ja jetzt speichern auch wieder mal. Und mir die nächsten vornehmen. Waren doch zwei zu stehen. Wieder hat sich der eine wieder verpinkelt oder ist nach unten gefallen? Wenn, dann wären die dann wohl hier oder was? Nö, oder sind dann weitergewandert, um wieder an ihren Ausgangspunkt zu kommen? Ich weiß es nicht. Sodele. Ach, vielleicht sollte ich mal was essen. Okay, das waren die anderen. Nochmal ein schwerer Dämonenbogen. Schwerer Dämonenbogen. Achso, der war ja nicht so toll. Ach ja. Oder... Kriegsbogen, nee, da ist nichts Besseres. Eine Fernwaffe. Oh, da hat mich wer gerufen, als ich in dem Moment was essen wollte oder es gegessen habe. Okay, er kommt nah an mich ran. Aha, jetzt hat er wieder seinen Bogen. Da ist er ja, und wo bist du? Ach, da hinten. Nee, da unten ist einer. Los, vielleicht kann ich ihn ja treffen. Nee, der ist im Gehen. Da sind die Pfeile leider zu langsam. Mhm.
kann hier weiter essen. Knochenkrieger habe ich jetzt alle gelootet. Ja. Da ist der. So, kommt denn einer raus? Ich mache noch ein paar Schritte zurück. Die scheinen da irgendwie am Eck hängen zu bleiben. Dann esse ich nochmal eben weiter. Gegessen und gespeichert. Ja, dann gucken wir mal, wo denn... Hier ist noch... Nee. Dann gucken wir mal, wo er ist. Er muss ja hier unmittelbar in der Nähe sein. Ich könnte ja wieder einen Golemsi erschaffen. Aber... Da ist einer. Oh, der ist sogar frisch und voll. Frisch und voll. Kuckuck. Mhm. Was war das jetzt? Ich habe nichts gemacht. War das ein Zauber oder wie oder was oder was oder wie? Bin ich jetzt verzaubert worden? Wie denn das? Also er ist hier noch. Ach, der hat einen Bogen, der so flimmert. Mist. Ah! Ist denn da im Hintergrund noch jemand? Dann versuche ich ihn mal mit der Banditenaxt zu killen. Jawohl. Nee, das hat leider nicht geklappt. Dann gucken wir uns nochmal die Lage genauer an. Na, geht doch weiter. Okay, dann machen wir Folgendes. Wenn wir mal einen Golemsi erschaffen. Mist. Geh doch mal dahin. Oh, der Golem schafft's nicht. Dann muss ich das so machen. Okay, der versucht die ganze Zeit seinen Bogen einzustecken. Klappt aber nicht. Sag mal, ist das die Brücke, die wir ganz zu Anfang hatten? Das sieht nämlich so aus. Nee, doch nicht. Moment, was ist mit meinem Golem? Wenn ich die Truhe noch nicht aufhabe. Na, hältst du da Wache oder was? Komm zu mir. Moment. Bist du da noch? Ah! Hier sind noch zwei. Wahrscheinlich die von eben. Oh! Jetzt ist er futsch. Jetzt ist er futsch, mein Golem. Hehe. So. Knochenkrieger bleibt am Gestrüpp hängen, fällt runter, schadet sich wieder selber. Das ist mal gut vom Vorteil, wenn die selber so blöd sind und runterfallen, dann haben sie schon ein bisschen Schaden erlitten und für mich ist es dann ein einfacher... Moment, wieso ist denn jetzt doch wieder einer da? Am Kommen? Nein, ich sehe ihn nicht. Wahrscheinlich ist es von unten jemand. Sollte ich mal speichern und mal gucken, was dann weiter noch hier los ist. Auf jeden Fall wird was gezogen. Okay, die Pilze lassen wir mal außer Acht. Nee, ach, den habe ich schon gelootet. Dann haben wir hier zwei Waldmorcheln. Mal gucken wir mal, was hier sich noch so verbirgt. Noch, ach hier, da ist noch was. Los erscheine, genau. Noch eine Waldmorschel. Morschelmörder. Gut. Okay, bis hierhin. Und weiter gucken. Hä? Irgendwie scheint sich hier noch ein Kristallgolem zu verbergen. Irgendwo da unten. Also, hier waren wir noch nicht. Ja, doch, ich war hier schon, bin aber nicht dazu gekommen, die Truhe zu öffnen, weil ja hier mich ja ganz viele Steinheinis da begrüßt hatten. Knochenheinis, meine ich.
begrüßt hatten. Okay, dann werde ich jetzt mal die Truhe mal knacken. Hä? Okay. Und wieder eine Steintafel der Lebensmagie. Die jetzt mal wieder gelesen wird. Wo bist du denn? Hier. Schön. 15. Jetzt wird es auch wieder angezeigt. Schön. Speichern. Wird denn hier noch irgendwo wer sein? Vielleicht von unten her einer hochgekommen oder so? Oh, schwerer Dämon. Oh. Okay. Liegen plötzlich wieder so Sachen rum. Alte Münze. Oh. Wo bist du denn? Ich glaube, hier war ich noch gar nicht. Ja, hier war ich doch schon. Aber in der Truhe ist nichts drin. Weiter geht's. Ja, da ist einer. Jo. Das ist einer, der runtergefallen ist. Und Fujigato ist. Schon vorher Schaden erlitten. Okidoki. Ah, jetzt habe ich wieder Okidoki gesagt. So, wer ist denn noch runtergefallen? Gucken wir mal weiter. Da liegt noch was. Hier ist ein Durchgang. Da war ich vor Urzeiten mal. Sieht aus wie ein Giftpfeil. Okay. Speichern. Auf meinem Odyssey Gothic Kanal hat mir Alain auch noch geschrieben, dass es irgendwo eine Truhe geben soll, die eine Karte verbirgt, wo man die Ornamente finden kann. Die habe ich aber noch nicht, habe ich mir oft durchgeguckt. Leider noch nicht. Apropos off, ich werde mich mal weiter auf den Weg machen hier und nochmal ein bisschen was absuchen. Und bei der nächsten Konfrontation wieder einschalten. Soweit, so gut. Ich habe was entdeckt direkt unter mir. Hier geht es den Weg runter und ich hoffe, dass wir da hinkommen. Ich habe was gehört. Ah ja, Sounds are good. Ja, okay, das war das hier mit dem steinigen Unterstand. Aber wo bitte sehr geht's hier noch weiter runter? Hier ist noch eine Feuernessel. Irgendwie muss ich hier runterkommen. Ja. Gucken, vielleicht gibt es irgendwie so eine Verzweigung, die versteckt ist. Nein. Okay, dann werde ich mal weiter im Off suchen, wie ich da runterkomme. Also bis später dann. So, jetzt bin ich wieder auf dieser einen Brücke da. Und hier muss ich hin. Hab bis jetzt aber noch nichts gefunden, wie ich da hinkomme. Okay, na super. Aha. Da ist ein Steingolem, ein Kristallgolem und ein Knochenkrieger, der jetzt hervorkommt oder wieder was. Oder haut der auch wieder ab? Ah, der fällt auch wohl runter oder so. Große Frage, wie komme ich da hin? Da muss ich jetzt doch mal... Also von da aus komme ich nicht hin. Ich kann höchstens runterfallen. Oder mich da unten hinfallen lassen. Und dann irgendwie... Freut man nicht. Ich speichere mal. So, dann wag ich es mal. Toll. Hä? Wo ist denn der hin? Wieder weg.
Es ist wie verhext. Wo sind wir denn jetzt? Hä? Kann ich mich an diesem Baum... Oh! Da ist doch einer, der geschossen hat. Los, wo? Da. Oh, ich bin gefährlich verletzt. Mal eben was essen. Das habe ich jetzt gemacht und ich höre den Kristallgolem wieder. Das ist ja echt hier spannend. Bist du denn noch im Anschlag? Ja, er ist noch da. Vielleicht treffe ich, ne? Ja. Scheint sich aber bewegt zu haben. Ah, Manometer. Obacht geben. Aha. Da ist wieder einer, beziehungsweise ist der... Ja! Der schießt. Der schießt noch mehr. Okay, vielleicht kann ich ihn ja veralbern. Ah. Irgendwas stößt meinem Pfeil. Das hört man ja auch. Wenn ich langsamer schieße, dann... Genau, oder? Doch nicht? Meinte zwei anvisiert zu haben. Dann wagen wir uns da mal vorsichtig hin. Okay. Aha! Gucken. Warum ist mal eine gute Deckung? Da sind ja noch mehr. Abgespeichert habe ich. Da gab es auch noch eine Seite, die ich noch gar nicht untersucht hatte, oder? Apropos untersuchen. Mal hier mal gucken. Wegen Kräuterchen. Wohl nicht. Okay. Ja, oh, da ist er wieder. Kommen sie ums Eck, bleiben sie hängen. Wir wissen es nicht. Er bleibt hängen. Mit Axt. Ah. Gucken. Wird auch nichts. Nein. Komm auch noch nicht vorbei. Jetzt. Ah, jetzt hat er sich wieder ein bisschen verschoben. Ah, der ist auch clever. Haut auch so ein bisschen ab. Ah, das ist knacken, ey. Ah, ich höre auch wieder den Kristallgolem. Aber in einem gemächlichen Gang. Jetzt kommt der Knochenkrieger auf mich zu, das passt mir nicht. Wo bist du? Wo willst du hin? Ist er wieder weg? Aha. Achso, jetzt kommt er mal hier. Ach, das ist doch wohl ein Hanser. Der wartet erstmal. Ich habe eben gewartet, bis er ausholt, damit ich zuschlagen kann. Nee, der war clevererer. Ja, dann weiter geht's. So, da sind ja noch Baggerluten ums Eck. Ne?
Vielleicht sollte ich dann später auch nochmal hier hoch gucken. Oder gibt's da wen, der sich irgendwie hier wieder hingespornt hat? Ja, gibt es. Da. Okay, mal gucken, vielleicht kann man den auch mal überlisten. Nee, der kommt am Rand entlang. Okay, jetzt fällt er da mal runter. Und ist ganz... Oh, da sind es zwei. Wieso habe ich denn keine Pfeile mehr? Ach, das waren noch die normalen. Oh, 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 oh. Jetzt heißt es schnell handeln. Dämonischer Pfeil. Da hat sich nämlich was... Nee. So, jetzt. Jetzt. Hä? Okay. Funktioniert. Jetzt haben wir wieder dieses Geklocker da. Oh, oh. Versucht er hochzuklettern? Der ist ja übelst. Jetzt. Wow. Schnell speichern. Nein, es kommt der andere währenddessen hoch. Ich wollte doch abspeichern. Aber gut, dass es hier so Stufen gibt und er wieder runtergefallen ist. Hoffentlich hat er sich ein bisschen in den Dates eingeschlagen. Na, wo bist du denn? Da unten. Nee, das ist der, der kaputt ist. Da hinten ist er. So, das dürfte für ihn zu hoch sein. Oh, ein Glück. Ich hab's irgendwie geahnt, dass irgendwer noch von hinten kommt. So, okay. So. Ist nicht mehr zum Schlag gekommen. Super. Jawohl. Wunderbar. Hast du noch irgendwelche Waffen hier rumliegen? Ja, ich wusste es. Okay. Dann schauen wir mal nochmal weiter kurz hier oben hoch. Ob irgendwelche Knochenkrieger hier noch rumschwirren sollten. Nee. Okay, bis hierhin. Alte Münze. Aha, Moment. Ah, noch was zu knacken. Okay, was haben wir jetzt wieder? Steintafel der Magie. Das ist gut, dass es hier so viele magische Tafeln gibt. Auch die werden wir mal schnell durchlesen. Da bist du. Mana plus 6. Aha. Mhm. Heißt das, dass es hier noch weitergeht? Ah, hier ist noch ein Knochenkrieger. Hier geht's nochmal runter. Oh, ich muss mir das alles merken. Das vergesse ich doch wieder zur Hälfte. Ah, okay. Dann geht's trotzdem nochmal hier eben schnell runter. Du bist... Ich hatte dich auch. Jawohl. Okay. Dann gucken wir weiter. Wo ist denn hier weiter? Was hier weit auf mich lauert. Ich wusste es. Habe ich abgespeichert? Nein, habe ich. Oh. Ich wollte ja abspeichern. Das tue ich mal eben ganz schnell. Und weiter geht's. Ums Eck. Vorsicht gucken. Vorsichtig bitte gucken. Aha. Mist. Manchmal haut es ihn zurück. Okay, dann mache ich das gleiche wieder so. Werde ich mal ganz schnell hier hochrennen, damit er eventuell hier unten bleibt. Richtig. Nicht abhauen. Sondern da an der Stelle bleiben. Schön ruhig halten. Tut auch nicht weh. Nur ein paar Piekser. Okay. Kann ich sozusagen wieder hier hin. Nicht runterrutschen. Noch ein Schuss, ein Pieks. Ja, und das ist die Nebenwirkung. Der Tod.
Gut. Bevor ich hier weiter gucke, ich gucke auf die Zeit. Uiuiui. Machen wir jetzt Schluss oder ist da noch einer? Ich glaube, wir machen jetzt an dieser Stelle Schluss und schauen mal, ob wir in der nächsten Folge da ein bisschen weiter mehr finden. Auch die Karte für die Ornamente. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Sonntagsausklang und bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.